zwar, wir schauen jetzt mal ein etwas teureres Fahrzeug an. Und zwar ist der mit 175.230 Euro eins der teuersten überhaupt, das ich gesehen habe, hier auf der Messe. Lasst uns mal reinschauen. Und zwar ist das hier dieser Francia Platin. Hier seht ihr es jetzt nochmal. 175.000 Euro. Aber wir wollen ja lieber mal in echt reinschauen, weil auf dem Papier kann man es ja auch online sehen. Das ist krass, wie weit es da schon mal nach vorne geht. So kenne ich das sonst überhaupt nicht. Die Fahrerkabine fühlt sich mega an. Und drüber wäre dann das Bettchen. Hier eine Toilette inklusive Heizung. Man gönnt sich ja sonst nichts. Beinahe größer wie bei mir zu Hause. Allerdings ohne Fenster. Also da habe ich bei den kleineren Modellen cooleres gesehen, wenn ich ehrlich bin. Und hier noch eine riesengroße Dusche. Also schon sehr krass. Hier dann wieder die Küche. Auch einfach nur vollwertig mit diesen typischen Dingern, die man von beiden Seiten aufmachen kann. Jetzt mal demonstriert am Gefrierschrank. Aber dasselbe gilt auch hier für Backofen und Kühlschrank. Eben wie gesagt, Küche und hinten riesengroße Sitzfläche. Echt, echt riesig. Ein Schrank. Krasse Beleuchtung auch einfach, wirklich. Und hier mit versteckten Fernseher, wow, krass. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, ist auf jeden Fall ein krasses Ding, auch mit viel Fensterfläche, schön hell. Kann man überhaupt nichts sagen, aber jetzt meine allererste Wahl wäre es tatsächlich nicht, auch wenn er mir schon gefällt. Schauen wir mal nochmal von außen an, weil der ist wirklich riesig.